Hallo. Nach der Diskussion zu atomarer und totaler Ordnung, die sich ja doch als etwas kompliziert zu realisieren herausgestellt hatte, schauen wir uns noch einen alternativen Semantikbegriff an, das man an Gruppenkommunikationsnachrichten fordern kann. Also die sogenannte kausale Ordnung. Die kausale Ordnung funktioniert anders als die atomare totale Ordnung mit einer anderen Denkweise, auch mit einem anderen Zielszenario. Die Idee ist es vielleicht wichtig, Ursache und Wirkung zu garantieren, dafür zu sorgen, dass die Ursache und Wirkung in den Nachrichten, Absendungen und Auslieferungen erhalten bleiben. Beispiel. Angenommen, es wird eine Nachricht R1 ausgesendet. Denken Sie eine Chat-Anwendung. Es wird eine Nachricht R1 ausgesendet an die Gruppenmitglieder. Die wird zugestellt. Jemand liest diese Nachricht und schreibt eine Antwort darauf. Schickt also eine Nachricht R2 wieder an alle Gruppenmitglieder als Antwort auf R1. In diesem Sinne hat R1 mittelbar über den Kopf des beteiligten Menschen, aber doch mittelbar die Nachricht R2 ausgelöst. Genauer gesagt, das Delivery von R1 hat das Origination von R2 ausgelöst. Okay? Wenn Sie jetzt bei einem dritten beteiligten Knoten zunächst R2 sehen würden und dann R1, dann wären Sie verwirrt. Und das ist Ihnen im Chatsystem vielleicht auch schon mal passiert, dass Sie die Antwort vor der Frage, die Wirkung R2 vor der Ursache R1 sehen. Und das ist natürlich komisch. Also, vielleicht sollten wir solche Umkehrungen der Kausalitätsbeziehungen, solche scheinbaren umgekehrten Kausalitätsbeziehungen vermeiden und vielmehr dafür sorgen, dass Ursache-Wirkungsbeziehungen in den Deliveries der Nachrichten respektiert werden. Das Beispiel ist dann etwas wie solche Chatsysteme, Newsysteme, Messageboards, Nachrichtenforen und so weiter, bei denen es eben zu einem solchen Fall nicht kommen soll. Eine Nachricht wird von einem Sender A losgeschickt, wird bei B abgeliefert, es kommt bei B zu einer Antwort durch eine Nachricht B und hier bei C kommt diese Antwort von B vor der Frage von A an. Genau diesen Fall möchten wir vermeiden. Es ist mir egal, ich betone, dass es mir hier nicht darum geht, die gleiche Ordnungsreihenfolge wie bei der atomaren Ordnung festzustellen. Das sind separate orthogonale Fragestellungen. Sie können kausal, aber nicht total, total, aber nicht kausal sein. Das ist eine typische Übungsaufgabe. Schauen Sie sich die Übungszettel an, da werden Sie genau das finden. Konstruieren Sie Beispiele, die atomar, aber nicht kausal, beziehungsweise umgekehrt sind. So, bleiben wir noch etwas bei der kausalen Ordnung. Was ist denn die Herausforderung dabei? Die Herausforderung dabei ist, dass ich ja ein Multicast-Gruppenkommunikationsprotokoll entwickeln soll. Weiß das Protokoll, dass die Nachricht R1, dass das Delivery von R1 das Origination von R2 verursacht hat? Versteht das, dass das einen inhaltlichen Zusammenhang dazwischen geht? Die Anwendung weiß das vielleicht, aber selbst in der Anwendung, da müssen Sie natürliche Sprachverarbeitung und künstliche Intelligenz zum Einsatz bringen. Wissen wir das? Nein, das wissen wir nicht. Das Einzige, was Sie als Multicast-Protokoll sehen können, sind wieder Reihenfolgen. Und zwar, Sie können sehen, dass Sie als Knoten C oder B hier, im vorherigen Beispiel war es B, Sie haben R1 an die Anwendung delivered und Sie haben R2 Origination zurückbekommen. Diese Reihenfolge sehen Sie. Das können Sie lokal beobachten auf Ihrem einzelnen Teilnehmer. Also an dieser Stelle müssen wir einen Schritt zurückgehen und sagen, ich weiß es nicht, ob das wirklich die Ursache war oder ob R2 irgendwas zu einem völlig anderen Thema ist. Aber es hätte die Ursache sein können. R1 hätte die Ursache sein können. Ich sollte vielleicht vorsichtig sein und auch eine solche mögliche Ursache schon respektieren. Also, wir müssten eigentlich hier korrekterweise von potenzieller Kausalität, von potenziellen Ursache-Wirkung-Beziehungen sprechen, die wir in unserem Multicast-Protokoll
berücksichtigen sollten. Okay, das heißt, vielleicht ist das aber auch das, was wir tatsächlich ausreichen, das, was wir hier sinnvollerweise unterstützen sollten, um damit eine plausible Semantik für viele Anwendungen zu bekommen. Diese Ursache-Wirkung-Beziehung ist das, was Sie natürlicherweise in einem Chat-System vermutlich sehen wollen. Atomare Ordnung ist es wirklich wichtig, wenn zwei nicht in zueinander Beziehungen stehende Nachrichten in einem Chat-System überall in der gleichen Reihenfolge M1, M2, M1, M2 vorkommen. Wenn es keine Beziehung zwischen diesen Nachrichten gibt, ob sich das bei den einen Teilnehmer so rum und den anderen Teilnehmer so rum darstellt, ist in diesen Anwendungen vielleicht einfach nicht wichtig. Ja, und die Hoffnung ist natürlich, dass wir hier kausale Ordnung einfacher realisieren können, als das im atomaren oder totalen Fall der Fall war. Wie sieht das aus? Naja, klar, wir brauchen diese Sicherstellung, dieses Berücksichtigen der Reihenfolgebeziehungen überall. Aber auf dem beteiligten Knoten B, der R1 und R2 sieht, da ist das trivial. Es geht um den dritten Knoten, es geht um die anderen Knoten, die weder R1 noch R2 erzeugt haben, die das nicht wissen können, die diese lokale Beobachtung nicht haben. Denen müssen wir das erstmal sagen, dass R1 und R2 irgendwie zueinander potenziell kausal in Abhängigkeit stehen. Aber tatsächlich, pausieren Sie das Video, überlegen Sie sich, wie Sie das tun würden, sodass das wirklich funktioniert. Ich würde fast vermuten, dass es Ihnen schwerfallen wird, dazu eine schlaue Idee spontan zu entwickeln. Tatsächlich, das ist gar nicht so einfach. Wir müssen hier noch einen kleinen Schlenker machen und ein Konzept einführen. Dann aber wird sich kausale Ordnung relativ leicht realisieren lassen. Also, lassen Sie es mich zusammenfassen. R1 und R2 sind Nachrichten. Das Delivery von R1 bei irgendeinem Knoten B hat möglicherweise vielleicht das Origination von R2 verursacht. Wenn das der Fall ist, dann ist meine Aufgabe sicherzustellen, dass auf allen Knoten, auch auf denen, die R1 und R2 nicht erzeugt haben, dass auf allen Knoten R1 überall vor R2 delivered wird. Hoffentlich bekommen wir das einfacher hin als total. Und ja, das werden wir einfacher hinkommen. Aber wir brauchen noch einen kleinen Schlenker. Und dieser Schlenker ist die sogenannte logische Zeit. Und das machen wir jetzt im nächsten Video. Ich tausche hier etwas die Reihenfolge. Ich glaube, es ist plausibler, jetzt hier direkt zunächst fortzufahren und dann den kausalen Broadcast abzuschließen, bevor wir danach später zur wechselnden Gruppenmitgliedschaft zurückkommen. Also, wir haben das Problem motiviert. Wir wollen kausale Ordnung in diesem Sinne bauen. Welche Konzepte brauchen wir dazu? Das machen wir im nächsten Video. Danke fürs Zuhören.